Als Ende 2019 die ersten Nachrichten kamen aus Wuhan über den Ausbruch eines neuen Virus, des Coronavirus, winkten viele ab. Das haben wir ja schon in den letzten 20, 30 Jahren wiederholt gehört, dass irgendwo etwas ausgebrochen sei. Das ging alles wieder in die Kiste hinein. Es wurde keine weltweite Epidemie wieder raus. Aber was wir in den letzten 2 bis 3 Jahren gesehen haben, war eine Vielzahl von weitreichenden Maßnahmen über Schulschließungen, über Maskenpflicht, über Lockdowns und Beschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte. All das haben wir jetzt in 2, 3 Jahren gesehen. Mittlerweile haben wir 2023 aber neue Zahlen jetzt bekommen vom Statistischen Bundesamt, die eine wichtige Wendung in diesem Prozess nach sich ziehen können, dass wir eine völlig neue Phase bekommen, dass man eigentlich sogar sagen kann, Corona is over. Ob das so ist, wie es behauptet wird, das werde ich heute mit diesen Zahlen vom Statistischen Bund noch einmal nachweisen. In gewisser Weise ist Corona tatsächlich over, aber wie gesagt, es gibt durchaus noch eben halt Probleme, eben halt an Langzeitschäden durch verschiedene Dinge, die uns noch da weiter beschäftigen werden. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen auf meinem Videokanal, herzlich willkommen zur soziodemografischen Evolution. Heute zum wiederholten Male ein Video zum Thema der Corona-Krise, der Corona-Epidemie und deren Übersterblichkeit. Eine Übersterblichkeit, die durch das Virus hervorgerufen worden ist, aber eventuell in gewissen Maßen sogar auch durch die Gegen- und Abwehrmaßnahmen gegen das Video. Und mit etwas Glück, mit nur wenig Glück, mit etwas Glück nur, ist dieses Video vielleicht sogar das letzte, was ich zu diesem Thema anbringen werde, zumindest zum Thema der Übersterblichkeit, denn es gibt hier aufsehenerregende Zahlen des Statistischen Bundesamtes, das auch in den letzten Monaten wiederholt, immer wieder Zahlen veröffentlicht hat über die aktuelle Übersterblichkeit und die aktuellen Sterblichkeitsverhältnisse in Deutschland. Und diese Zahlen wollen wir uns heute ganz genau anschauen, wie wir es in früheren Videos auch bereits getan haben. Aber jetzt können wir ein neues Update geben, das eine sehr wesentliche Entwicklung hier aufzeigen wird. Und wie gewohnt fange ich an mit einem Vergleich der früheren Jahre mit der Gegenwart an. Das heißt, in der Senkrechten trage ich jetzt hier ein die Zahl der Toten, die absolute Zahl der Todesfälle pro Kalenderwoche. Denn in der Waagerechten trage ich jetzt hier ein die Kalenderwochen von 1 bis 52 pro Jahr. Und jetzt vergleiche ich die Jahre der jüngeren Vergangenheit miteinander, um eben halt das besser abschätzen zu können. Sie sehen, 2016 war ein relativ ruhiges Jahr, denn 2017, 2018, wie Sie erkennen können, waren durchaus heftige Jahre gewesen. Damals gab es bedeutende Grippewellen, 2019 wieder ohne große Grippewelle und 2020 war das Jahr, wo Corona aufkam. Und wir sehen das also hier erst in der späten Phase von 2020, im Herbst, im Winter 2020, eine nennenswerte Übersterblichkeit aufgetreten ist, die auch 2021 und 2022 in diesen Jahren wiederholt in einzelnen Epidemiewellen wieder aufgetreten war und deswegen also hier schubweise also hier die Sterblichkeit deutlich signifikant nach oben getrieben hatte, aus welchen Gründen auch immer, das heißt an dieser Stelle mal dahingestellt. Aber 2023 sehen wir sie jetzt hier gerade in den ersten 1, 2 Wochen des Jahres nach wie vor eine deutliche Übersterblichkeit von 2023, aber auch nur 2023. Die ersten Wochen des Jahres 2023, wie gesagt, geht die Sterblichkeit fast schon auf ein Normalmaß wieder zurück. Und soweit waren wir auch gekommen bis zum letzten Video, das bis in das Frühjahr 2023 eingereicht hatte. Nun zeige ich jetzt die aktuellen Zahlen an, die aktuellen Zahlen des Jahres 2023 für den Sommer. Und das ist das, was dieses Video von dem vorherigen unterscheidet, hier die aktuellen Zahlen. Und sie lauten wie folgt. Sie können also hier erkennen, dass im Wesentlichen die Sterblichkeit 2023 im Sommer deutlich zurückgegangen ist. Sie hat ungefähr das Niveau der früheren Jahre wieder erreicht, ganz grob gesagt zumindest etwa, das Niveau der früheren Jahre erreicht. Das heißt also im Wesentlichen ist die Corona-Übersterblichkeit, sei es nun durch Virus bedingt, sei es nun durch die Abwehrmaßnahmen bestimmt, das kann man nach wie vor nicht ganz eindeutig sagen, wie viele Anteile welcher Faktor davon hatte, dass also hier die Sterblichkeit insgesamt sich im Sommer spätestens 2023 beruhigt hat. Allerdings, kleine Wermutstropfen, den letzten 1, 2 Wochen des Sommers ging es wieder hoch, das wird man vielleicht dann doch nochmal beobachten, was da im Herbst passiert. Aber ganz die Grundtendenz ist eindeutig, Corona
ist over. Das heißt also, die Übersterblichkeit, die wir in Corona gesehen haben, die können wir jetzt hier im Wesentlichen, im Allerwesentlichen nicht mehr wiederfinden. Das ist eine ganz positive Nachricht. Nach 2,5, 3 Jahren sind wir tatsächlich anscheinend nach mehreren Wochen ohne ganz bedeutende Übersterblichkeit, ganz deutlich aus der Corona-Übersterblichkeit endlich herausgetreten. Und man kann sagen, Corona ist over. Corona ist over, das wird auch daran deutlich, dass wir Corona vor allen Dingen in den jüngeren Jahresgruppen nicht feststellen können. Keine Übersterblichkeit bei den jungen Jahresgruppen. Das ist eine Erkenntnis, die wir nicht nur 2023 erst gewonnen haben. All die Jahre 2020, 2021, 2022 hatten wir bereits diese Erkenntnis. Jawohl, es sterben ganz, ganz überwiegend Ältere an Corona. Eine Übersterblichkeit bei den Jungen konnten wir wirklich nie feststellen. Und jetzt können wir für 2023 doch eine auch immer mehr signifikanter werdende Untersterblichkeit feststellen. Das heißt, wir haben bei den jungen Menschen so wenig Todesfälle wie noch nie, was auch ein bisschen mit dem Altersaufbau zusammenhängt. Okay, das sei dahingestellt. Aber auch in absoluten Zahlen sind eindeutig eine Untersterblichkeit bei den unter 30-Jährigen. Und auch die folgenden 10er-Jahresgruppen der 30-plus-X-Jährigen, der 40-plus-X-Jährigen, der 50-plus-X-Jährigen sehen das hier jetzt alles. Da ist es eben eindeutig so, wir haben noch nie so wenig Todesfälle wie jetzt gehabt in diesem Sommer. Das ist also eine ganz signifikante Untersterblichkeit dieser Altersgruppen. Und das ist natürlich auch eine extrem positive Entwicklung. Aber wie gesagt, das haben wir im Wesentlichen auch zumindest keine Übersterblichkeit, auch bereits festgestellt in der Corona-Zeit 2020, 2021, 2022, dass diese Gruppen im Wesentlichen, die ja so viele Lebensjahre zu verlieren hätten durch den Corona-Tod oder durch andere Maßnahmen, dass diese Altersgruppen im Wesentlichen gar nicht von Corona betroffen waren. Und erst in den beiden anderen 10er-Jahresgruppen, der 60-plus-X-Jährigen, der 70-plus-X-Jährigen, da ist eben halt dieser Trend eben mal diese Tendenz nicht mehr so deutlich. Wir haben ja schon teilweise auch eine gewisse Übersterblichkeit drinne. Und natürlich schlägt Corona oder hat zugeschlagen, vor allen Dingen bei den 80-plus-X-Jährigen, bei den 90-plus-X-Jährigen. Das sind die Altersgruppen, die ja vor allen Dingen von der Übersterblichkeit betroffen waren. Okay, auch hier spielt der Altersaufbau eine gewisse Rolle. Dazu kommen wir nachher noch gleich etwas genauer. Aber im Wesentlichen, also hier, hat sich auch dort die Lage jetzt beruhigt, dass also die 80-plus-X-Jährigen, die 90-plus-X-Jährigen, die tatsächlich in dieser Corona-Phase, dieser 2, 3 Jahre, eine deutliche Übersterblichkeit hatten, dass sich das jetzt auch ganz wesentlich beruhigt hat und wir also hier eine durchaus positive Entwicklung verzeichnen können. Wir wollen das mit dem Altersaufbau und dem Vergleich der Jahre ein bisschen jetzt nochmal genauer fassen. Das haben wir in früheren Videos auch so nach derselben Methode gemacht. Hier nochmal die aktuellen Zahlen. Das heißt, zunächst einmal blende ich hier nochmal ein die absolute Zahl von Todesfällen in verschiedenen Kalenderwochen. Sieht also hier das Durcheinander, diese gelbe Linie, die also 2023 repräsentiert. Die anderen Farben können Sie in der Legende ablesen. Also rötlich die früheren Jahre vor Corona, dann grün, blau, lila, gelb, die Jahre eben halt mit Corona. Oder die Jahre, wenn man so jetzt sogar sagen darf, die Jahre nach Corona 2023 im Wesentlichen. Hier wieder eingetragen, die absolute Zahl von Todesfällen. Und das ist natürlich, wie gesagt, ein relativ ist durcheinander. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Im nächsten Schritt bilde ich also jetzt hier die Summe, beziehungsweise den Mittelwert aus den Jahren 2016 bis 2019 und werde also jetzt hier diese Zahl eben halt jetzt also hier einblenden und danach mache ich jetzt folgenden statistischen Trick. Ich setze also diese rote Linie der Jahre 2016 bis 2019 hier glatt. Die setze ich auf 0 und trage jetzt nicht ein die absolute Zahl von Todesfällen in den 3, 4 Corona-Jahren, sondern nur die Abweichung gegenüber dem Mittel von 2016-19. Also wie viele Menschen sind mehr gestorben als im Mittel 2016 bis 2019 in diesen 52 Kalenderwochen jeweils? Und da wird also nur die Differenz jetzt zu dieser roten Linie eingetragen. Und Sie können grundsätzlich erkennen, dass in all den 3, 4 Corona-Jahren 2020, 2021, 2022 und jetzt auch 2023,
die lilane, blaue, grüne, gelbe Kurve in aller Regel über der roten Kurve liegt, also über dem Schnitt der Jahre 2016 bis 2019, hier also rot eingezeichnet. Das heißt, wir haben all diesen 4 Jahren eine Übersterblichkeit. Und wenn man diese Übersterblichkeit kumuliert, also die 52 Wochen, deren Differenzen jeweils zusammenzählt, kommt man auf die Werte, die hier angegeben worden sind. Das heißt allerdings auch, dass Wochen, wo die Werte knapp unter der roten Kurve lagen, sogar negative Werte waren. Aber Pluswerte, also Übersterblichkeit und Untersterblichkeit zusammengezählt, ergibt hier Differenzen. Im Höhepunkt 125.000 Menschen Übersterblichkeit 2022. Für 2023 kommen wir jetzt bis zur Kalenderwoche 33, also Ende August. Wenn man so will, kommen wir also auf einen Wert von etwa 41.000 Personen Übersterblichkeit rechnerisch. Das ist immer noch ein vergleichsweise höher hoher Wert, auch gerade wenn wir mit 2020 vergleichen, dem ersten Jahr der Corona-Welle, dem Jahr der ersten Lockdowns, der ersten Schulschließung, was auch immer. Das ist schon ein enormer Wert. Allerdings nur noch ein Drittel von dem Wert, okay, das Jahr ist auch noch nicht rum, ein Drittel von dem Wert gegenüber 2022. Eigentlich ist eine sehr gute Entwicklung, nur wie gesagt, die letzten 1-2 Wochen, die liefen da ein bisschen aus dem Ruder wieder. Das wird man erstmal abwarten müssen, was da passiert. Aber wie gesagt, die Übersterblichkeit ist nach wie vor zunächst einmal deutlich messbar. Allerdings müssen wir diesen Wert auch nochmal ganz wesentlich filtern. Und wir müssen ihn filtern, meine Damen und Herren, aus einem ganz einfachen Grund. Die Gesellschaft 2023 ist eine andere als 2016 bis 2019 im Schnitt. Sie ist anders als 2020, 2021 oder 2022. Denn die Gesellschaft 2023, das Deutschland 2023, ist ein Deutschland mit einer höheren Alterung als 2020 oder 2018 oder 2016, was immer sie haben wollen. Die Menschen sind älter im Schnitt geworden. Jedes Jahr werden die Menschen im Schnitt etwas älter, weil wir eben halt so viele geburtenstarken Jahrgänge in den 60er-Plus-Generationen haben und weil wir relativ wenig Kinder haben. Und die Gesellschaft altert also jetzt von Jahr zu Jahr. Und diesen Effekt habe ich hier in diesem Diagramm jetzt hier einmal herausgerechnet. Wie viel Übersterblichkeit haben wir drinnen? Sie sehen die gelbe und die grüne Linie und die andere Linie, die gehen jetzt alle ein Stückchen nach unten. Und zwar die lila nur ein wenig, die blaue mehr, die grüne noch mehr. Und die gelbe Linie geht über dem ersten Diagramm eben, oder dem letzten Diagramm eben, noch am deutlichsten zurück. Denn 2023 ist der Prozess der Alterung ja wesentlich oder nochmal 3 Jahre weiter fortgeschritten als 2020. Also nicht die 3-4 Corona-Jahre bekommen denselben Wert an Alterung, sondern eben es geht sukzessive eben halt, altert die Gesellschaft weiter. Und wenn ich jetzt die Differenzen dann nochmal bilde, jetzt also insbesondere der gelben Kurve für 2023 bis zur 33. Kalenderwoche, okay, aber für 2023 bilde und dann die Plus- und Minuswerte aufrechne, komme ich auf eine Übersterblichkeit von nur noch 1.300 Personen. Was also sehr, sehr viel weniger ist als in früheren Jahren. Hier haben sie ja in anderen Corona-Jahren doch eben halt hohe 5-stellige Werte gehabt an Übersterblichkeit mit dem Höhepunkt. Mit dem Höhepunkt, man darf das nicht vergessen, mit dem Höhepunkt erst 2022 mit über 70.000 Menschen Übersterblichkeit. Auch wenn wir die Alterung berücksichtigt haben, 72.000 Personen Übersterblichkeit, das muss uns eigentlich zu denken geben. Aber diesen Effekt sehen wir für 2023 nicht. Insbesondere sehen wir ihn deswegen nicht, weil wir 2023 überhaupt nur auf diese Übersterblichkeit kommen, wenn wir die Alterung mit berücksichtigen. Das ist ja in diesem Diagramm ganz wesentlich. Sie ist mit der Alterung einberechnet. Wenn wir sehen, dass vor allen Dingen in den ersten 1-2 Wochen des Kalenderjahres 2023 noch eine nennenswerte Übersterblichkeit auftrat. Nur in den ersten 2 Wochen. Im Wesentlichen haben wir hier 2023, aber eben halt im Wesentlichen keine Übersterblichkeit mehr drin, wenn wir die zunehmende Alterung der Gesellschaft berücksichtigen. Also insofern gilt das Motto von eben, Corona is over. Ja, das müssen wir zwar für 2023 also festhalten, ganz eindeutig. Es scheint vorbei zu sein, aber die Blutspur sehen Sie hier natürlich hier nochmal deutlich. Wenn Sie die Alterung also berücksichtigen, haben wir also hier in den ersten 3 Jahren 2020, 21, 22 zusammen fast 150.000 Tote an Übersterblichkeit drin. Selbst wenn wir die Alterung der Gesellschaft bereits berücksichtigt haben, wie in diesem Diagramm, dass die Gesellschaft älter geworden ist, fast 150.000 Tote durch Corona oder eben auch die Abwehrmaßnahmen gegen Corona. Ich will das in diesem Video hier nicht weiter aufschlüsseln. Wenn Sie das weiter interessieren sollte, gucken Sie hier weitere Videos auf meinem Kanal
oder eben halt finden Sie dort Links auf meinen Kanal auf andere Plattformen, wo bestimmte Inhalte dann tiefer dargestellt werden, die vielleicht auf diesem Kanal nicht so darstellen darf und soll. Okay, also da gucken Sie mal weiter, zum Beispiel auf anderen Plattformen. Wie gesagt, da finden Sie auch entsprechende Links hier, die Sie dann weiterführen werden. Aber wie gesagt, 150.000 Tote hatten wir gehabt in den ersten 3 Jahren. Und das ist jetzt eindeutig oder ziemlich klar erkennbar vorbei. Sagte ich eben, Corona ist vorbei, Corona ist over. Wenn Sie meine bisherigen Videos kennen, wissen Sie, jetzt kommt noch zum Thema Corona eine weitere Grafik, eine weitere Berechnung. Eben hatte ich in einem vorletzten Diagramm gezeigt, die Zahl der Corona-Toten. Dann habe ich das eben mal berücksichtigt mit der Alterung der Gesellschaft. Und wie gesagt, da war das Ergebnis, Corona ist over. Wir haben, wenn wir die Alterung berücksichtigen, keine Übersterblichkeit mehr in Deutschland. Und das stimmt auch im Wesentlichen. Aber ich habe ja immer noch eine weitere Grafik mehr im Petto. Eine etwas vage, schwammige Grafik, aber trotzdem eine sehr interessante Grafik. Wir müssen ja sehen, über 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 haben wir ja nicht nur eine Alterung der Gesellschaft, wir haben auch normalerweise einen gewissen medizinischen Fortschritt, der also die Sterblichkeit pro Altersstufe für 80-Jährige, für 60-Jährige, für 70-Jährige immer pro Jahr ein wenig gedrückt hat. Und dass also deswegen die Lebenserwartung hochgegangen war in den letzten Jahrzehnten und das Sterberisiko langsam, aber stetig doch zurückgegangen ist. Und das müssten wir eigentlich auch berücksichtigen. Jetzt kommt der große Einwand, so kann man das nicht ganz genau modellieren. Wir wissen nicht, wie die Sterblichkeit gewesen wäre 2020, 21, 22, 23 ohne Corona. Das können wir nur abschätzen. Deswegen hier die Zahlen habe ich wie folgt berechnet. Ich nehme den Fortschritt den Abnahmefaktor der Sterblichkeit in den Jahren, im Jahrzehnt vor Corona mal als Mittelwert an und gucke dann, wie ist die Sterblichkeit pro Jahrzehnt gesunken. Und das hätten wir eigentlich für 2020, 21, 22, 23 auch erwarten müssen, dass Sie eben jetzt hier diese Grafik dort. Das heißt also, eigentlich hätten wir 2020, 21, 22, 23 ohne Corona mit weniger Toten gerechnet als im Schnitt 2016 bis 19. Also dieser Schnitt 2016 bis 19 hat ja den weiteren Fortschritt, medizinischen Fortschritt, hygienischen Fortschritt, Verhaltensfortschritt der Jahre 20, 21, 22, 23 nicht berücksichtigen können. Ist ja klar, da lebten die Menschen jemand anders unter anderen Bedingungen. Und gemessen daran wenn wir jetzt einen Rückgang sehen der Übersterblichkeit, müsste dieser eigentlich noch stärker ausgefallen sein. Das heißt, da müssen wir eine bestimmte Zahl von Todesfällen eben halt auch wieder draufrechnen, dass wir eigentlich mit noch weniger Toten gerechnet hätten. Und wenn wir jetzt also hier den Rückgang der Übersterblichkeit sehen, er hätte eigentlich noch stärker ausfallen müssen, weil, wie gesagt, eigentlich der medizinische Fortschritt stärker ausfallen würde. Und wenn ich das hier also einrechne, sehen Sie hier die Werte dort, wie die Übersterblichkeit dort eben halt sich verändert. Natürlich hätte dieser Einfluss 2023 am stärksten sein müssen, weil es ja am weitesten entfernt ist von dem Schnitt 2016 bis 2019. Und deswegen kommt man also hier, wenn man diesen medizinischen Faktor zumindest linear fortschreibt, auf diese Werte von etwa 10.000 Toten Übersterblichkeit immer noch. Also da ist ein gewisser Wermutstropfen drin. Das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was wir in früheren Jahren gehabt haben. Aber wie gesagt, schauen Sie sich mal das im Vergleich zur Lila-Kurve an, als damals die Corona-Hysterie gewissermaßen schon begann. Wir haben jetzt gemessen an den Zuständen des Jahres 2020 dieselbe Übersterblichkeit wie 2023, dieselbe Übersterblichkeit wie 2020 im Wesentlichen. Die gelbe, lilane Kurve laufen identisch. Gut, ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass die gelbe Kurve jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wieder ähnlich wie die lilane für 2020 oder die blaue, grüne Kurve für 2021, 2022 im Winter so nach oben bewegen wird. Aber im Wesentlichen sind die 10.000 Menschen Übersterblichkeit immer noch ein gewisses Erklärungsfaktor, der nicht genau eine Ursache zuzuordnen ist. Natürlich sehen Sie hier, die 10.000 Leute kommen im Wesentlichen auch hier durch die ersten beiden Kalenderwochen zustande des Jahres 2023. Aber auch das, wie gesagt, wird man eben mal sich genau anschauen müssen. Denn wie gesagt, in der letzten Woche, jetzt im Sommer, 33. Woche, ist wieder die Sache doch mal deutlich gestiegen. Also vielleicht doch, Corona ist over, ja. Man wird sehen. Meine Damen und Herren, wir werden sehen, was da noch passieren wird.
wenn wir modellhaft diesen medizinischen Fortschritt einbeziehen, kämen wir immer noch auf 10.000 Personen. Eine Situation, die durchaus eben halt mit dem Jahr 2020 vergleichbar ist, im Jahre 2023. Und wie gesagt, die Ursachen dafür sind also nach wie vor vielfältig. Corona-Tote haben wir momentan relativ wenig. Ich habe hier nochmal in diesem Schaubild hier verschiedene mögliche Ursachen für diese Übersterblichkeit mal so symbolhaft dargestellt. Die aufgeschobenen Arztbehandlungen, Untersuchungstermine und Operationen mag nach wie vor eine Rolle spielen. In jedem Fall hat sich die Gesellschaftsstruktur mit der Schichtung, auch mit der Ethnizität auch weiter verschoben, ist klar. Hitzewelle dürfte diesen Sommer 2023 eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Ich sage nur Rudi Carrell, wann wird es mal wieder richtig Sommer? Aber wie gesagt, auch das Maskentragen mag langfristige Konsequenzen haben, dass die Atmungsorgane nach wie vor sehr empfindlich sind, überempfindlich sind. Bewegungsmangel sollte langsam sich eben halt egalisieren, dass wir doch jetzt wieder mehr Sport treiben. Andere Viren treten momentan nicht auf, haben aber allerdings mit der Jahreswende 2022/23 einen erheblichen Einfluss gehabt. Das ist dieser Peak eben halt nicht nur durch Corona zustande gekommen, sondern auch durch andere Viren, die auch eine erhebliche Rolle gespielt haben. Depressionen und so weiter, die durch den Lockdown verursacht worden sind, das spielt nach wie vor auch eine wichtige Rolle. Aber mein Favorit eben halt nach wie vor auch das Masken, das ist die Frage des Impfens. Auch das ist, wie gesagt, eine große Sache, die bis heute sehr stark umstritten ist, die wir bis heute noch nicht ganz exakt fassen können und vermutlich auch in einigen Jahrzehnten noch nicht exakt fassen können. Nun gut, dann haben wir diese neuen Ursachen drin, es sei dahingestellt, wie viel nun das Virus, wie viel die Abwehrmaßnahmen, andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Ich habe mich eben schon dazu geäußert. Mit etwas Glück war das, wie gesagt, mein letztes Video zum Thema Corona-Übersterblichkeit. Ich bringe in einigen Wochen nochmal ein Video raus, ein Thema Corona und Fruchtbarkeit, also Corona und Kinderkriegen. Das wird nochmal ein anderes Thema sein, was sich da entwickelt hat in der Corona-Zeit. Das ist aber, wie gesagt, auch ein sehr vages Thema und schwer zu greifendes Thema. Mit etwas Glück sollte es das gewesen sein mit diesem Video, aber wie gesagt, es läuft schon vielleicht wieder die nächste Corona-Welle. Die Eris-Variante geht um, wird stärker. Man wird sehen, was die dann nach sich bringt. Es gibt allerdings auch keine Hinweise darauf, dass diese Eris-Variante eine höhere Sterblichkeit verursacht, jedenfalls nicht höher als die anderen Varianten, die bisher im Umlauf gewesen in den letzten 3 Jahren. Trotzdem scharen da einige, Lockdown- und Maskenpflicht-Fanatiker schon wieder mit den Hufen und wollen da alles Mögliche einführen. Liebe Leute, wir haben jetzt 3 Jahre Corona hinter uns. Vor allen Dingen haben wir außenpolitisch, europapolitisch massive Probleme mit der Ukraine und den dortigen Verwicklungen. Und das ist, wie gesagt, also hier, Leute, daran müssen wir uns vielleicht auch auf Dauer wohl gewöhnen. Wir könnten nicht jedes Jahr die Gesellschaft runterfahren, nur für ein bisschen Übersterblichkeit, vor allen Dingen bei den Alten, die ohnehin nicht viel Lebensjahre verlieren werden. Und deswegen, wie gesagt, also hier mit etwas Glück soll es das gewesen sein, mein letztes Video zum Thema Corona und Übersterblichkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie und Ihre Verwandten das alles überstanden haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese 2-3 Jahre der Corona-Zeit nicht nur überlebt haben, sondern dass Sie jetzt also das auch als Auftrag nehmen, lang zu leben und etwas aufzubauen. Und mit diesem vulkanischen Gruß möchte ich mich von Ihnen verabschieden.